Der Ivan klatscht auch, gell? So. Jetzt ein Anspruch! Ihr versteht wohl gleich nicht mehr alles, oder? Vom Winde, vom Weh. Und du machst es auch. Ich sag's euch dann unten. Hey, gut, also. Einfach. Was soll ich sagen? Ich bin total überrumpelt. Schlicht ergriffen vom Aufmarsch und danke euch einfach viel, viel mal für das, dass ihr gekommen seid, mir die Ehre erweisen, sozusagen. Es war eine schöne Zeit gewesen. Ich denke gern zurück. Und ja, trotzdem freue ich mich natürlich auf den neuen Lebensabschnitt. Ich weiss, Rentnersee ist ein relativ grosses Risiko. Ich kenne einen Haufen Rentner und ich kenne auch solche, die da nicht überlebt haben. Das ist wahrscheinlich der letzte und riskanteste Job, den ich in diesem Leben antrete. Aber ich glaube, mit gutem Mut und mit euren Wünschen kann da gerne nichts schief gehen. Und die Welt ist ja klein. Wir sehen uns auch nachher wieder, wenn auch in einer anderen Formation. Einfach nochmal ganz, ganz vielen Dank. Hey Alne, merci vielmal. Gerade vorher mal gesagt, dass ich auch mal zu klar war, wenn auch mit den Kellen noch gekellert, also gewunken hat zum Abfahren. Was verbindest du mit dem Charles Winkelmann? Oh, viel. Mit dem Charles, erstens sind wir Jahrgänger. Zweitens sind wir miteinander im Verkehrsverein gewesen. Er hat 25 Jahre Präsident, 20 Jahre aktuar, Verkehrsverein Tiefenseelig. Ganz ein lieber Kollege, Männerchor Doppelkollege. Und auch sonst ganz ein toller, natürlich vom Schalter, immer seine gute Art und seine Zuvorkommenheit, immer die billigste und die beste Reise rausgesucht, ohne Fragen gross. Also ein super Typ. Ja, eine super Dienstleistung, eine ungeheure Initiative, ein Typ, dem müssen wir viel zu verdanken. Ja, das ist gut. Bist du fertig? Ja, das ist gut. George ist zuerst ein Freund. Wirklich ein guter Freund. Er hat so viel für unser Dorf gemacht, hier im Bahnhof und auch im Verband. Wir sind Sängerkameraden mit George und der Männer auf Tobel. Und es ist wirklich super, hier mit George etwas so Spezielles zu feiern. Was natürlich ganz toll ist, ich kenne George vom Männerchor Tobel Tiefen, wo er natürlich ein super Kollege ist. Er ist aktuar, er war schon mal Präsident, er ist die gute Seele. Und wenn wir einmal auf Männerchor reisen gehen, ja, organisiert das, das ist natürlich perfekt. Und daneben muss ich einfach sagen, ist er ein super Fachmann gewesen, hier bei der Appenzellerbahn, wenn wir eine Auskunft haben müssen, ist man natürlich immer sehr, sehr gut bedient mit dem Charge. Und ja, das habe ich geschätzt. Ich habe schon beim Charge die besseren Auskünfte bekommen als St. Gallen unten. Ich bin 11 Jahre Betriebschef von der Appenzellerbahn und der Charge mein Stellvertreter. Und wir haben natürlich ganz eine wunderschöne Zeit miteinander. Es war super gewesen. Den Mann hat man nie aus der Ruhe rausgebracht. Und ich habe ihm gerade gesagt, am 24., als er da gefeiert hat, in Bühler, an diesem Tag, vor 28 Jahren, haben wir auf der Appenzellerbahn 27 Extrazüge gekommen, am Samstag. Reigen, Altstädter Geist, 3 Hochzeug. Und es war einfach wunderschön gewesen, mit dem Schorsch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, so etwas von Ruhe und Kollegialität gibt es nicht zweimal auf dieser Welt. Also sicher einer, der einem alles gemacht hat, wenn man irgendetwas hat wollen, oder? Und sonst ist er natürlich eigentlich Typ war, den wir anstellen konnten. Der Vorteil von Bahnschalter statt Online-Billett. Ja, ich bin ein paar Mal immer da gewesen, wenn ich da auf Bahnreise bin. Und habe seine Beratung geschätzt. Und da kannst du heute suchen, dass es Leute gibt, die sich noch so Zeit nehmen können. Und schätzen auch, dass das Unternehmen das stützt und fördert und nicht gleich wie die SBB noch den Schalter mit Zusatzgebühren unattraktiv macht. Und das ist ein Stellenwert für die ganze Gemeinde, der nicht hoch genug zu schätzen ist.
Der Winkelmann ist immer da für unsere Schüler. Wenn irgendeiner Billett nicht hatte, wenn er etwas verloren hat, dann konnte man den Winkelmann anrufen und der Winkelmann hat es gerichtet. Und sie haben nie einen Bus bekommen. Es ist immer gegangen. Und alles Unmögliche hat er möglich gemacht. Und für alle Probleme hat er eine Lösung gewusst und sehr, sehr Dienst... Wie sagt man dem? Ein hohes Dienstleistungsverständnis gehabt. Es ist toll, dass es so Menschen gibt. Also mit dem Georges Winkelmann kann man natürlich super Dienstleistung verbinden. Er hat es verstanden, das günstigste Billett und die schnellste Verbindung herauszufinden. Er hat ihm ausgezeichnet beraten. Und wenn man früh genug dran gesehen ist, ihm die Zeit gegeben hat, dann hat man immer einfach schlichtweg die beste Lösung gehabt. Ja, und dann kommt dazu, dass er natürlich ein gesehen ist, der hier auch im Dorf eine grosse Rolle gespielt hat, mit seinem Verkehrsbüro, mit seinen Auskünften, mit seinen Beratungen, mit seinen Dienstleistungen. Das ist fast einmalig. Ich möchte Georges Winkelmann und ich glaube auch im Namen von Ihnen allen, vor allem aber auch von den Mitarbeitenden von der Appenzellenbahn, ganz herzlich danken für 50 Jahre Treue, 50 Jahre Einsatz, für 50 Jahre sehr hohe Loyalität, für ein ausserordentliches Engagement. Ein Leben für die Bahn und auch ein Leben für die Gemeinschaft der Bähnlerinnen und der Bähnler. Ein Leben aber auch für die Gemeinschaft hier im Dorf. Er hat sich engagiert im Verkehrsverein, im Schulwesen. Überall war er dabei. Also nicht nur ein Bähnler, sondern eben auch ein im Bühler wohnhafter Tüfner oder ein Rotbachtaler. Ich will mich gar nicht weiter aus seinen Loch. Ich wünsche am Georges Winkelmann ganz gute Gesundheit. Viel Zeit jetzt für sich, für die Familie. Freude an der Bahn und er wird ganz sicher Freude haben, wenn er in den Tango-Zug von seinem Haus durchfährt. Und weil der so leislich wird sein, lassen wir doch zwischen ihnen einmal den historischen Zug durchfahren, dass es ein bisschen rumpelt wieder und man wieder weiss, die gute alte Eisenbahn wird da im Jahr 2020 noch fahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Engagement und hier noch einen kleinen Gucci, wo Sie mit der Frau, mit der Familie, mit der Enkel einfach das Leben in dieser schönen Region auch können geniessen können. Alles Gute und noch vielen, vielen Dank für das tolle Engagement, das Sie an den Tag gelegt haben. Danke. Frau Filmer, ebenfalls mein herzlichster Dank. Ich glaube, verständlich alle, ohne so viel Kundentreue, wie ich bei euch erfahren habe, ohne tolle Kameradschaft und tolle Mitarbeiter, hat man sie ja wahrscheinlich auch nicht 50 Jahre ausgehalten. Also es sind einfach viele Faktoren, die zusammentreffen, die zusammengekommen sind. Und ja, ich kann mit guten Gedanken aufhören. Es war eine schöne Zeit gewesen. Also wie man so sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es ist natürlich schön, wenn man mal am Morgen, vielleicht einmal am Mittwochmorgen, am Dienstagabend, haben wir einmal Gesangsprobe und dann geht man immer noch ein bisschen länger, wieder die anderthalb Stunden mit dem Dirigent. Dann können wir vielleicht einmal eine halbe Stunde länger liegen am Morgen. Aber sonst schaue ich schon, dass wir ein bisschen Struktur in den Alltag einbringen. In dem Sinn sieht man sich sicher bei anderen Gelegenheiten wieder. Und nochmal ganz herzlichen Dank für den riesigen Aufmarsch und für die schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Danke vielmals. Ich kann einfach nicht mehr sagen, ein tollerer Typ als der Georges ist, findet man nicht. Danke Georges, jetzt habe ich dir eine Aufgabe. Du warst ein Jahr da auch uniformiert auf dem Bahnhof gewesen. Du schickst jetzt offiziell deinen letzten Zug vor. Und wenn du nicht mehr weißt, wie man eine Abfertigungskelle hält, im Regiment in der Stadt, gerade aufgestreckt, zuerst kontrolliere hier vorne, ist im Zug alles gut. Selbstverständlich habe ich auch Abschied, gelben Gruß.